Gestern ist etwas sehr, sehr Seltenes passiert, nämlich die US-Notenbank Fed warnt vor einer Rezession. Warum ist das so selten, dass eine Notenbank vor einer Rezession warnt? Nun, der Grund ist relativ schlicht. Wenn eine so wichtige Institution eine solche Signalwirkung mit ihrer Aussage erzielt, dann ist das wie eine self-fulfilling prophecy, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn dann alle mit einer Rezession rechnen, dann verhalten sie sich dementsprechend, investieren weniger etc. und dadurch entsteht dann diese Rezession. Aber genau das ist gestern passiert und die Fed hat ausnahmsweise einmal recht mit dieser Prognose, denn eins ist klar, diese Bankenkrise hat sich zu einer Kreditklemme entwickelt. Kreditklemme wiederum verminderte die Liquidität, sorgte dann letztendlich zu einer steigenden Arbeitslosenzahl und das führt dann in eine Rezession. Das haben die Anleihemärkte längst kapiert. Die Aktienmärkte, die wollen noch ein bisschen spielen und tralala machen. Schauen wir uns die Dinge ein bisschen an. Gestern die Aussage im FOMC-Protokoll. Da hat offenkundig der Staff, also die Mitarbeiter, die ökonomischen Mitarbeiter der Fed, die haben eine Präsentation gehalten und haben gesagt, ja, also so wie es aussieht, werden wir noch in 2023 eine milde Rezession bekommen, so hat man es formuliert. Vielleicht versucht die Fed dadurch so ein bisschen die Ängste zu dämpfen, indem man von einer milden Rezession spricht. Schauen wir uns allerdings mal im Fed-Protokoll genauer das Wording an, dann sehen wir, Banking ist 46 Mal vorgekommen, im vorherigen Protokoll nur ein einziges Mal. Inflation, der Begriff 108 Mal, im Vergleich zum vorherigen Protokoll nur 91 Mal. Desinflation 5 Mal, im vorherigen Protokoll kein Mal. Allein das zeigt schon so ein bisschen die Stoßrichtungen. Dennoch haben alle Mitglieder der FED damals, als die Frage war, angesichts der Bankenkrise, die letzte FED-Sitzung war 21. 22. März, angesichts der Bankenkrise, was tut man da? Man hat sich dann einhellig entschlossen, die Zinsen weiter anzuheben und das Quantitative Tightening, also die geldpolitische Straffung, auch über die Reduzierung der Bilanz weiter fortzuführen. Und wie gesagt, die FED-Sitzung war am 21. 22. März hier gestrichelt. Seitdem geht es mit den US-Konjunkturdaten deutlich bergab. Wir haben die ganz miserablen ISM-Indizes, Einkaufsmanager-Indizes gesehen. Wir haben jetzt auch schwächere Daten vom Arbeitsmarkt gesehen, JOLTS, Erstanträge etc. Nur die Non-Farm-Payrolls, die großen Arbeitsmarktdaten, die waren wie erwartet. Aber schauen wir uns mal die History an. Jetzt bis zu dieser, wenn man so will, Rezessionswarnung durch die Fed, Januar 2021, Inflation transitory, wird keine Rezession. Mai 21 Rezession unwahrscheinlich, im Dezember 2021 erkannte man dann Ende oder schon im November, dass wohl hier die Inflation nicht wirklich transitory, nicht vorübergehend ist. Und dann im Mai Aussagen letztendlich der Fed, die sagten, naja, kann sein, dass sozusagen wir eine Rezession in Kauf nehmen müssen, um die Inflation ein bisschen noch nach unten zu bringen. Dann Paul mit der Aussage, Disinflation started, aber dennoch keine Rezession. Jetzt spricht man von einer milden Rezession. Ist dieser Begriff milde Rezession, ist das sozusagen das neue Inflation is transitory, so fragt hier ein Twitter-Kommentar. Ja, das könnte durchaus sein. Dennoch, die Fed hat gestern auch anhand von zwei Speakern, nämlich Barkin, Richmond Fed und Daley von der San Francisco Fed, klar gemacht, dass man eben nicht daran denkt, jetzt mit den Zinsanhebungen aufzuhören. There is still more to do, I think, to get core inflation back down, so Barkin gestern. Und Daley, die eigentlich als eher dovish gilt, derzeit unter Druck ist, weil sie offenkundig ihre Bankaufseher Pflichten als San Francisco Fed-Chefin angesichts der Pleite, vor allem der Silicon Valley Bank, nicht wahrgenommen hat. Wir müssen die Geldpolitik noch weiter straffen, um die Inflation nach unten zu bringen. Und so könnte jetzt eine unschöne Mischung entstehen, perspektivisch. Nämlich, dass du auf der einen Seite eine Abkühlung in eine Rezession hinein der Wirtschaft hast und auf der anderen Seite aber die Zinsen noch lange hoch bleiben. Auch wenn sie vielleicht dann nicht mehr steigen, wird die Fed die Zinsen wahrscheinlich nicht ganz schnell senken. Und der Grund dürfte sein, dass die US-Notenbank sehr, sehr stark geprägt ist aus der Erfahrung der 1970er, 80er Jahre. Da hat man nämlich eine zyklische Inflation gehabt. Das Muster war so, wie es diesmal auch kommen kann.
Nämlich die FED muss aufgrund der Inflation die Zinsen anheben. Das führt dann letztendlich zu einer Rezession. Also beginnt die FED die Zinsen zu senken. Dann aber steigt die Inflation wieder. Und diesen Teufelskreis, den wollte eigentlich die US-Notenbank durchbrechen. Ob es ihr gelingen wird, wissen wir nicht. Hier sehen wir nochmal diesen Teufelskreis eben in den 70er, 80er Jahren. Inflation geht nach oben, Rezession kommt, Inflation geht nach unten. Dann geht Inflation wieder nach oben, Rezession kommt und so weiter und so fort. Erst dann mit Mitte der 80er Jahre war das Problem dann weitgehend gelöst. Aber nach wie vor ist es eben so, dass die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, über der aktuellen Zins, über den Federal Funds Rate, also über dem Zinssatz, dem Leitzins, der US-Notenbank liegt. Und in der Regel ist es so, dass erst wenn die Unemployment Rate, die Arbeitslosenquote, über die Headline-Inflationszahl steigt, dann senkt die FED die Zinsen. Derzeit haben wir 5,0% CPI, also Inflation, und eine Arbeitslosenquote von 3,5, soweit ich das erinnere. Vielleicht waren es 3,6, aber auf jeden Fall weit darunter. Also more work to do. Dennoch sehen wir, dass die FED natürlich einen Punkt getroffen hat mit ihrer Aussage, mit ihrer Warnung vor einer Rezession. Kreditklemme, Credit Crunch wird kommen. Die Banken sind unter Druck, weil ihnen Kundengelder abgeflossen sind. Also halten sie alles beisammen, was sie beisammen halten können, geben weniger Kredite. Hier sehen wir Credit- und Debit Card Spending mit dem geringsten Zuwachs seit 2 Jahren. Das ist jetzt praktisch null, geht nicht mehr voran. Stagniert, dürfte bald fallen. Wir sehen hier etwa Credit Conditions für Small Businesses. Die sind so schlecht jetzt derzeit wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir sehen auf der anderen Seite Retail Spending, also der Konsum, der für die US-Wirtschaft ja so extrem wichtig ist, ist mit oder kurz nach vor allem der Pleite der Silicon Valley Bank deutlich nach unten gegangen. Das werden wir bald in den Einzelhandelsumsätzen, die ja noch nicht veröffentlicht sind, sehen. Hier beruft man sich eben auch auf Kreditkartendaten, mit denen man das ein Stück weit tracken kann. Bank of America, Citibank machen solche oder stellen solche Daten, und wir sehen, dass auch die Anleger letztendlich bereits sich umgestellt haben. Wir haben hier risky versus safe Assets, also eher risikoreiche, aber dann auch chancenreiche Assets gegenüber sicheren Häfen. Hier sehen wir, dass wir deutliche Kapitalströme in sichere Häfen haben. Nicht ganz in dem Umfang wie im Corona-Crash, aber doch schon einiges in die Richtung. Was Sie hier sehen, das hatte ich gestern im Marktflüster thematisiert, der S&P 500 genau bis 4.150 Punkte gelaufen, dann war Schluss, dann ging es sogar gestern Abend noch unter die Unterstützung bei 4.100 Punkten. Hier sehen wir den SPY, das maßgebliche ETF, der praktisch den S&P abbildet, one-to-one. Hier sehen wir diese zwei unschönen Kerzchen, nach wie vor sind wir in dieser Aufwärts-Wedge, können wir die halten. Es ist so, dass wieder Optionen gestern eine zentrale Rolle gespielt haben. Wenn Sie oben mal googeln, vor allem dann hat man nochmal gekauft, anfangs des FOMC-Protokolls, aber dann musste man eben vor Ende, weil diese Optionen am selben Tag ja wieder verfallen, wohl wieder glattstellen. Die Folge, wir sehen vor allem den Nasdaq deutlich im Minus. Das dürfte der Index sein, der am schwächsten aussieht. Der S&P 500 hat gestern ein neues Verlaufshoch erreicht, der Nasdaq 100 nicht, also Nasdaq in Relation zum S&P 500 schwächer, gestern auch der schwächste Index. Und wenn wir uns die ganze Geschichte mal seit November, Dezember anschauen, im S&P 500 auf Tagesbasis, dann sind wir da in einer Seitwärtsbewegung. Frage, bilden wir gerade die rechte Schulter einer Schulterkopf-Schulterformation aus? Und viel wird ja gesprochen derzeit, aber alle sind short und so weiter, weil man eben sagt, ja, in den S&P Mini Futures, der meistgehandelte Index Future von Welt, da ist die Shortquote so hoch. Ja, das war in der Finanzkrise auch so. Dann kam der Crash, muss also nicht bedeuten, dass da irgendwie jetzt der Aufwärtsmove wahrscheinlich ist. Vielmehr ist es so, dass wir kaum Puts haben. Ich hatte das gestern schon gezeigt. Obere Grafik links, dass die Vermögensverwalter in AAIM doch schon ziemlich dicke investiert sind mit 73%. Und dann vor allem die CTAs, also die Commodity Trading Advisor, auch Vermögensverwalter, schon praktisch maximal long sind. Und diese hohe Shortquote erklärt sich vielleicht aus Fondsbetreibern,
die keine Aktien shorten können, deswegen sich absichern für ihr Long-Only-Portfolio. Und gestern hatten wir ja die Inflationsdaten, CPI, die etwas niedriger waren als erwartet, Kernrate ja so hoch wie erwartet. Aber wenn jeder so bärisch ist und short, warum sind die Märkte dann gestern eigentlich aufgrund guter Nachrichten dann dennoch gefallen? Diese Frage ist eigentlich ziemlich zwingend aus meiner Sicht. Und das könnte auch daran liegen, dass wir ja jetzt vor der Berichtssaison stehen. Morgen geht es richtig los mit den Banken. Und hier sehen wir mal, es wird jetzt für das erste Quartal, aus dem ja die Zahlen berichtet werden, erwartet eine Earnings, die 7% gefallen ist. Also wir sehen eine deutliche Verschlechterung. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Märkte mit der größten Rallye in diese Berichtssaison gehen seit 2009, also der größten Vorberichtssaison-Rallye. Also starke Zugewinne auf der anderen Seite, schwache Zahlen auf der anderen Seite, die natürlich schon eingepreist sind, bla bla. Da hat man natürlich im Vorfeld wieder die Erwartungen so tief gesenkt, dass man gar nicht mehr drunter springen kann. Aber entscheidend wird diesmal eben sein, was die Firmen über den Ausblick sagen werden. Wir sehen hier nach wie vor diese Divergenz zwischen dem S&P 500 und dem S&P 500 Equal Weight, also gleichgewichtet, wo jede Aktie gleichgewichtet ist, jede der 500. Da kein neues Verlaufshoch der S&P 500 schon. Und wir sehen diese Marktdominanz der wenigen Großen wie Microsoft, wie Apple, 7,5. Firmen machen über 50% des Nasdaq 100 aus und die sehen jetzt nicht mehr so gut aus mit negativen Divergenzen bei Nvidia, bei Microsoft, bei Apple. Hier sehen wir mal die ganzen Dickfische zusammengenommen, Apple, Microsoft, Tesla, Google, Meta, Nvidia und Amazon. Da sind wir jetzt an einer wichtigen Trendlinie. Aufwärtse Trendlinie, Schulter, Kopf, Schulter, die dann bricht, Fragezeichen im übergeordneten Bild, also wenn man die längere Zeitperspektive nimmt, dann sieht man, wow, so furchtbar bullisch ist es jetzt wieder nicht. Und heute wichtig dann die Konjunkturdaten, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die sind ja jetzt nicht mehr mit diesem saisonbereinigten Faktor nach unten gedrückt worden. Deswegen die Aufwärtsrevisionen der letzten Zahlen, auch heute wieder deutlich über 200.000 erwartet. Aber dann vor allem die Erzeugerpreise. Hier erwartet man einen Anstieg von 3,0% zum Vorjahresmonat. Die gehen zurück, klar. Das liegt natürlich auch am Basiseffekt. Kommen wir noch to something completely different. That is China. Hier sehen wir wieder Wunderzahlen. Aus China kommen immer wieder Wunderzahlen, was das BIP betrifft. Das ist gefaked, getürkt, das hat mit der Realität nichts zu tun. Viele Sachen sind korrekt. Die Export-Import-Daten muss man mit sehr, sehr viel Misstrauen begutachten. Das haben wir schon anhand von Artikeln zeigen können. Jetzt sehen wir, dass die Exporte in China um 14,8% gestiegen sind, bei einer Erwartung von minus 7,1%. Mal eben eine Abweichung von über 20%. Und das, wo sonst praktisch die Konjunkturzahlen in China immer sozialistisch genau die Erwartung treffen, wenn sie von politischer Bedeutung sind. Also Wunderexporte auf der einen Seite, auch die Importe sind weniger, deutlich weniger gefallen als erwartet. Die größte Abweichung seit vielen Jahren, diese Zahlen. Jetzt schauen wir uns gleich mal Vergleiche an. Aber zunächst noch, Apple wird jetzt die iPhone-Produktion in Indien verdreifachen. Also weitgehend die Produktion abziehen aus China. Das gleiche gilt übrigens für die MacBooks. Die will man verstärkt in Thailand produzieren. Und Taiwan ist das Stichwort, denn die Daten aus dem März aus Taiwan, die waren grottig, extrem schlechte Exportdaten, genau das gleiche gilt für Vietnam. Also klar, China hat durch diese Lockdowns, aus denen man gekommen ist, jetzt vielleicht eine Sondersituation, aber diese Daten, die scheinen mir ein bisschen sehr seltsam, wenn alle drumherum einen Einbruch der Exporte letztendlich zeigen. Aber in China geschehen immer Wunder, genauso wie hier, nämlich das Wunder der Energiewende, das unbedingt gelingen wird. Du musst nur daran glauben, tust du es nicht, kommst du auch nicht in den Himmel, sondern direkt ins Fegefeuer der Skeptiker. Und hier ein Wirtschaftswissenschaftler, der gesagt hat, die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft gleichen einer Pferdekutsche, bei der die Zahl der Zugtiere sinkt, das Kraftfutter verringert wird, aber mehr Passagiere mitfahren sollen. Ein wunderbarer Vergleich, glaube ich. Es gibt immer weniger Leistungsträger, die das Ganze ziehen müssen.
Die kriegen weniger Anreize, auch diese Leistung zu erbringen, gehen teilweise jetzt ins Ausland. Das gilt für viele deutsche Firmen, die hier unter hoher Steuerlast leiden, während woanders America First praktiziert wird. Da kriegt man Subventionen bis zum Get-No und auf der anderen Seite immer mehr sozusagen Sozialleistungsempfänger. Das wird gut gehen. On the long run auf jeden Fall und das dann noch mit der Energiewende kombiniert. Physik spielt hier keine Rolle, sondern es geht um Hoffnung. Der Preis dafür, wir steigen ja jetzt am Wochenende aus, der Preis dafür wird ein höherer CO2-Ausstoß sein. Stromausfälle sowie volatile, oft unbezahlbare Preise, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das wird dann ein Standortnachteil sondergleichen werden, der sich dann auch auf den DAX auswirken wird, der ja auch noch im Traumland ist derzeit. Gestern mit den CPI-Daten nochmal über die 15,8 gelaufen, neues Jahres. Hoch. Dann aber das Reversal, neues Jahreshoch, aber auch Schwäche. Indikatoren deuten Konsolidierung an. Sehr wichtiger Artikel, wenn Sie sich für alles, was mit DAX zu tun hat, interessieren. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Bei den Top 4 Banken wurden 521 Milliarden Dollar abgezogen. Nicht schlecht. Was genau die Folgewirkungen davon sind, das erfahren Sie in diesem Artikel. Also zwei Artikelempfehlungen. Und heute 14:30 reinschauen bei den Erzeugerpreisen und natürlich heute Abend beim Marktgeflüster. Ich sage jetzt Servus und Ciao.